Servus, gerne mal wieder da nach gefühlten 20, was heute mal. Wir spielen Sims. Habt vielleicht schon gehört, die wechseln mal. Da sind wir. Das ist ein Bild von meinem alten Swingerclub von damals. Mittlerweile schaut das, aber ich dachte, das ist ein bisschen Nostalgie, gell? Wir spielen ein bisschen Sims, ja, das haben wir schon seit 20 Jahren vorgenommen. Wir machen jetzt einen Swingerclub in Sims. Und falls euch fragt, wo ich so lange war, ich war gefangen. Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile überall meine Swingerclubs verbreite. Ich habe ja eigenes Swingerclub und Alzheimer in Deutschland, in Afrika ganz viel. Und jetzt habe ich mal versucht, Hans und Gary, ich mag die Gefahr ein bisschen und auch die Herausforderung. Ich habe versucht, einen Swingerclub aufzubauen in Russland. Und ihr wisst ja, wie die Russen sein, gell? Ich habe gedacht, durch die Papuslav. Ja, du weißt das genau, gell? Schlampen. Wie gesagt, durch die Papuslavka habe ich gemeint, ist das ein bisschen sicher. Die haben so Mafia angehört und so zum Beschützen und hin und her und haben uns ein paar Immobilien angeschaut und dann bin ich überfallen worden. Dann haben sie mir so einen Sack über den Kopf gezogen und habe gedacht, ja, Surprise, weil habe ich Geburtstag gehabt. Ich dachte, da werde ich jetzt durchgenommen von 10 Schwarzen, aber nein. Das war russische Mafia, die hat mich vergewaltigt, haben sie mir, mein Arsch. Und haben mich, das war ein bisschen dramatisch. Die haben mich eingesperrt im Keller monatelang und haben gemeint, das ist eine Krankheit, dass ich so bin, wie ich bin und so weiter. Wollten alles Mögliche, wollten die mal austreiben. Und habe ich gesagt, nein, halt's auf. Und dann ist der Dieter gekommen. Halt die Schnauzen, ich erzähl grad was, ich komme ganz durcheinander. Dann hat mir der Dieter geholfen, der ist dann mit der Panzerfaust reingekommen und alles und hat das super gemacht. Ja, aber ist ja wurscht, jetzt ist eine kurze Geschichte. Wir machen jetzt Sims, ich mache mir da jetzt Artikel, die ich wollte machen, weil ich bin ein ganz lieber Mensch. Und ich wollte mal einen Swingerclub aufbauen und so weiter und das. Ja, aber erst muss ich Charakter machen. Hallo, ich heiße Gary, mein Name. Gary. Von außen. Mein Name. Ja, ich heiße wirklich so. So, männlich. Wunderschön. Papa, schaust du schier aus? Okay. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, wie das. Beziehungen. Ja, Beziehungen sind für Anfänger. Erwachsene? Teenager. Ja, genau. Ja, es geht mit Jabba dabei. Okay. Wie kann man das noch besser bearbeiten? Muss ich jetzt so ausschauen, oder wie geht denn das? Garashi, ihr Bahn sehr gut. Oh, halt die Schnauzen. Ist Stimme? Ebony Sycophus. Aha. Laba, have a drink. Oh, Laba, ja. Zaffel, Upliver. Ich bin Drelland, ja. Was ist das? Moment. Leben wählen, Beliebtheit, natürlich, na, Deviant, ja, ich bin ein ganzer devianter Mensch. Wenden stärkere, erfolgreichere, gemeine Interaktion. Ja, ich bin ein ganz gemeiner Mensch. Mal, weißt du das? Reiche und Chaos, ja, das bin ich. Beliebtheit, was machen wir denn da? Partylöwe, ja, ich lieb Partys, das wisst ihr ja. Party macht mindestens 2 Wochen unterwegs ohne Schlafen. Aber mit ganz viel Vaseline dafür. Braucht man. Möchte viele Freundschaften wie möglich schließen. Nein. Witzbold. Ja, nein. Oder? Weiß ich nicht. Ja, aber Partys. Sowieso. Aber warte mal, ich muss ja verschiedene Sachen. Ja, passt schon. Ich bin ein Partymensch. Nee, das ist wild. Jeder, der mal feiern gesehen hat, hat gemeint, wie kann der Mensch noch leben? Da. Romantik? Nein. Hitzköpfig? Ja, ich bin ein Hitzköpfig. Ja. Ja. Fröhlich? Ich bin aber auch ein fröhlicher Mensch, gell? Aber nur, wenn ich genug hinten reinbekomme. Spinner? Ja, aber Spinner bin ich sowieso. Nicht kokett. Aha. Also ich bin ein Wahnsinnsgenie, ja, was ich aufgehört habe in meiner Schule. Halt einmal die Schnauzen, du. Jetzt hätte ich was Schlimmes gesagt, was beleidigend. Hautfarbe mache ich aber nicht. Ja, mei, fröhlich, passt schon. Da gibt's ja noch... Lach nicht so blöd! Ich bin auch ein Geek natürlich. Ein Nerd. Oh, Flurbass! Ja, genau. Was machen wir hier noch? Man, da gibt's so viel. Ja, faul bin ich auch. Materialistisch bin ich auch. Tanzwürdig. Ja, tanzwürdig bin ich auch. Ich kann tanzen die ganze Nacht. Warte. Bass, Clubs, ja, sowieso. Ja. Oh, wenn der geile tanzt, dann sind alle Boys. So. Passt. Aber, nein. Nina! Wir können den Charakter bearbeiten. Hilf mal, du bist ja simsüchtig. Komm her, du. Wir können meinen Charakter bearbeiten. Mach nicht in den ganzen gehen, oder was? Hilfe! Nein, eben nicht. Wir machen den mal aussehen.
Ah, da mach ich ja mal aussehen. Ja, kannst du wieder. Husch. Weißt schon. Geh weg. Geh weg! Kultur, du. So, Gesicht, okay. Okay, ich versuche mich so schön wie möglich zu machen. Aber das dauert. Ich hoffe, ihr habt Zeit, gell? Okay, ihr schaut das Video nicht zu Ende, dann komme ich zu euch. Ja, damit kann ich was an. Ja, die habe ich auch operiert vor kurzem. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber war sehr teuer. Aber der hat nicht viel gemacht irgendwie. So, ja. Weil das kann echt dauern. Da habe ich was angefangen. Ja. 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 Kennt mich gar nicht aus. Halber. Ja, danke. Ein bisschen rein zum da. Sind das Haare oder was ist das? Was denn? Weil das haben sie aber schon cool gemacht, gell? Ja, ja, das passt für die Nase, kann man so lassen. Augen. Ah, die kann man ja. Ach du Scheiße, das ist ja voller Psycho. Voll groß. Ja, ich habe ganz große Augen, gell? Ganz große, sinnliche Augen. Ah ja. Yeah. Oh, diesmal das Ohrstöpsel ein bisschen lassen. Geht's wieder. Solche Stöpsel habe ich auch hinten rum, gell? Je nachdem, wenn man sich vorbereiten muss für Partys. Ob man das halt länger oder weniger lang drin, gell? Aber hat jetzt damit nichts verloren. Könnt ihr aber gerne bei meiner Mama zur Linken mal reinschauen, da habe ich das verlinkt. Ganz wichtig, man muss immer schauen, weil sonst hat es weh. Wir wollen ja nicht, dass es weh tut in unseren Swingerclubs, wir wollen, dass wir Spaß haben, gell? Schmerzen muss nicht sein. Obwohl ab und zu macht es auch Spaß, wenn es weh tut. So, Moment. So viel werde ich eh nicht machen, gell? Braucht man nicht. Was sind meine Stimme los, sag einmal? Hey. So, ja. Ich weiß es selber nicht, wie ich schaue. Ich komme wieder zurück. Okay, nein. Hallo? Ah, nein! Nichts spielen. Moment mal. Nein, ich bin viel zu blöd für sowas. Frisur, ja. Brauchen eine schöne. Schöne Frisur, was mir repräsentiert. Ah, da kann ich mich drehen, okay. Super. Ja, das ist aber an alle sind. Ich will so aktuelle. Ja, das schaut super aus. Ja. Hm. Da gibt's so viel zur Auswahl, das ist schön. Ich bin da gerade aus, Tate. Das da, das ist original, mein Freund. Das ist super. Lass mal schauen. Ready! Ja, das ist ja. Ich bin so wählerisch, das ist nichts. Moment, ein bisschen breiter. Ja, ich bin schon ein bisschen der Dicker, gell? Muss ja nicht verstecken, da. Okay, aber das Gesichterle. Ei, bist du schier. Wurscht. Neue Objekte. Ja. Das da. Ja! Mei, das ist mein Partyfrisur, für die ausgeben. Das ist ja super geil. Ja, die Frisur gefällt mir. Ein bisschen Bäuchlein habe ich auch. So. Mei, ich komme da. Ich komme da nicht zurecht mit dem Scheiß. Mei! Wieso muss alles immer so kompliziert sein? Also kann ich einfach irgendwas einsprechen und sagen, ja, mach das so. Dann mach das Spiel einfach, das wäre super. Gesichtsbehaarung, ja, bitte. Zwar, ja. Hm. Ich weiß nicht. Hm. Ja, das da, so. Die schaue ein bisschen. So. Oh ja, so kommt es gerade hin, ein bisschen lecker. Ja, doch. Ja, kommt schon hin. So, natürlich, mein Bruder darf nicht fehlen. Wundervoll. Ja, da bin ich zufrieden. Mach mal ein Ketterle. Ja, ein Ketterle will ich auch haben. Aber nicht, gell? Egal. So, ein Ketterle haben wir noch drauf. Super Frisur. Ja, da bin ich schon zufrieden halbwegs. Make-up, ja, na, freilich. Ein bisschen, aber es ist eh nicht, gell? Sieht man aber eh nicht. So. Was machen wir denn da? Ja, mei, da kann ich auch einen Clown machen. Super. Ist ja bald wieder Fasching, gell? Ist nicht mehr lang. Weg da. Na komm. Machen wir es mal ohne. Oder mit? Ja. Ich kann ja eh mehrere Outfits machen, gell? Dann mache ich mal so ein paar Outfits, wenn ich mal eine Party mache und so. Weg, danke. Ich möchte ein seriöses Outfit haben. Oder das hier, das ist schön. Das.
Okay. Was kann ich noch machen? Eyeliner, Augen, Wangen und die Lippen und die Gesichtsbemalung. Da kannst du ja so viel. Da. Ja, aber mit dem Gesicht bin ich halbwegs zufrieden. Das ist okay. Ja. Passt. Kann jetzt noch was anderes machen. Kleidung. Schaut das scheiße aus. Oh mein, ich bin schon 10 Minuten da am Weg und geht gar nichts von. Macht ja nichts. Ist ja wurscht, ich habe jetzt eh Zeit, ich habe es gerade ein bisschen Luft gehabt. Fingerclubs laufen mittlerweile von selber, da muss ich nicht mehr viel machen, da habe ich gutes. Die machen das schon alles. Ja, mal wenn ich shoppen gehe, gell, das ist Sinn. Ich komme da oft tagelang nicht. Ich habe mich letztes Mal sogar eingesperrt in einem Einkaufszentrum, damit ich wieder shoppen kann morgens, dann, wenn es wieder aufmacht. Gell? Das war so gut. War ungemütlich. Ich habe schon viele ungemütliche Situationen gehabt, da könnte man schon zurecht. Ja, mein Herzchen, mal das super. Weiß ich nicht. Das da. Das. Aber das ist mein bisschen Outfit. Ich möchte jetzt eher so Headset. Oder das? Ja. Nein, ich kann mich auch ein bisschen seriös machen. Warum nicht? Gell? Weil ich bin auch. Genauso einen Anzug habe ich auch daheim. Ja. Ja, die ist. Nein, das ist ein bisschen zu viel. Zu viel. Zu bunt, ein bisschen, gell? Die Punkteländer. Ja, Unterhosen auch nicht schlecht, weil oft verliere ich meine Hosen in den Clubs, wenn ich Party mache. Gehe raus und Unterhose. Also mit Unterhose, ohne Hose. Was ist denn jetzt? Ah. Jetzt hat es mir aus dem Spiel gehabt, sag einmal. Bist du behindert? So, Moment. Nehmen wir den. Ja, das ist ja cool. Aber das passt denn mit dem Sack, gell? Kurze Hose mit dem Sack, das passen. Ja, man muss ja auch ein bisschen was Neues versuchen, ein bisschen kombinieren, gell? Ein bisschen Business mit Freizeit und so, gell? Cool, das da vielleicht in. Viele Links. Kommt nicht. Obwohl im Weiß, ja, sag mal. Ja, das ist sexy, mein bin ja geiles Sau. Ja, das ist super. Dann machen wir da Schuhe. Mein Hosenschuhchen, meistens putze. Ja, süß. Hoffentlich seid ihr elendig gestorben davor, bevor es zu patschen gemacht worden seid. Aber nein, das Zimmer. Ja, Stiefel. Warte mal. Warum kann ich das nicht anziehen, nur weil ich ein Mann bin? Also da muss ich. Na, sag mal, schau. Hochhackige Schuhe kann ich nicht anziehen, weil ich ein Mann bin. Also EA, ohne Witz, das ist Diskriminierung, gell? Das ist Diskriminierung, da werde ich von mir einen Brief bekommen bald. Da werde ich sagen, was soll das? Mein Sim möchte Hackelschuhchen anziehen und es lasst es mir nicht. Da fühle ich mich sehr diskriminiert. Also normalerweise würde ich das Spiel sofort beenden, aber wegen euch mache ich es nicht. Seid froh, ihr Schweine. Meine Güte, kann man keine Wisst ihr, ich laufe immer so rum. Warum darf ich das nicht den Sims? Das ist diskriminierend. Ich dachte, wir sind im 2018 akzeptiert. Wir Spuckerländer, aber na. Ja, rosa Schuhe. Ja, da wo sind. So, Krawatten. Na. Danke mal. Okay. Ich würde sagen, habe ich was vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Machen wir ja später sowieso mehrere Outfits, ist eh klar, aber dann glaube ich, ist das ein gutes Outfit, gell? Was haben wir denn da noch? Aha. Ah, das sind ja meine verschiedenen Outfits. Ja, ja, dann kann ich ja Abendkleidung und Sportkleidung und Nacht. Ja, dann machen wir das halt gleich. Also das ist meine Alltagskleidung, so laufe ich rum ganz normal, gell? Und dann machen wir mal meine Businesskleidung. So viel Zeit muss sein. Dann möchte ich natürlich mit Krawatte unterwegs sein, gell? Ich bin hier auch so immer. Ja, ich bin halt auch ein stylischer Mann. Moment mal. Da, das ist super. Gibt's auch Kombinationen? Gibt's auch ganze Outfits, gell? Oh. Aber das ist eher langweilig. Also in Rosa würde mir das ganz gut gefallen, aber gibt's nicht. Was ist denn das? Ja, mei. Ah, das gefällt mir alles. Kann ich das mit Dreck machen? Äpfen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Wo ist denn mein rosa Ding jetzt? Hallo? Polo, ja. Ah, was ist? Ich bin so durcheinander. Das ist ja mein Abendkleid. Abends. BHs kann ich auch keiner anziehen.
Ey, ihr seid wirklich diskriminierende Arschlöcher. Da ist es. Super. Da zieht die Hosen an, das ist auch ganz schön. Da gibt es auch wieder verschiedene. Hauteng. Ich kann mir auch nichts Hautenges anziehen, auch keine Leggings. Na, ihr seid durch Arschlöcher. Ist? Eine ganz normale Hosen. Drei Viertelhosen, ja. In, ja, die Farbe. Nein, man muss auch ein bisschen kombinieren. So, Schüchen. Dann meine wilden Liederstiefel. Aber mit der habe ich viel durch. Ist ein sexy. Irgendwie nicht. Ja, das passt eigentlich immer. So. Super. Nein, da kann man ja auch Schmuck drauf tun. Mach mal alle drauf. Super schön. Kann ich noch machen? Gürtel. Alles in der Ding. Armbänder. Aha. Handschuhe. Ja, natürlich. Braucht noch. Socken. Ja. Der ist ein schön. Ja, die haben sogar rosa Socken. Ja, ist das schön. Ja, das ist ein super Abendoutfit. So, Sportoutfit. Gerd ist ja auch sportlich. Man möchte es nicht meinen, aber doch. Ja, das ist perfekt. Mei, das mache ich jetzt an meinem Alltagsoutfit. Das schaut super. Halt mal so ein bisschen bauchfrei. Warte mal, ich habe ein bisschen mehr Bauch. So originalgetreu sein, gell? Moment, ein bisschen weniger muskulös, gell? Aber ein bisschen mehr Bauch. So. Ja, das passt. Wer weiß auch. Ja, das passt. Ein bisschen mehr Arsch noch. Ein bisschen mehr noch, komm. Ein bisschen mehr noch. Ja, so ist super. Auch hier. Perfekt. So gefällt mir. Okay, Beinbekleidung. Sportliche Hose. Ganz cooles. Ja, der ist cool. Noch eine andere Farbe? Ja. Das ist super. Ja, mei, das gibt's ja pink. Ich kann ja auch nackt rumlaufen. Na, sag mal. Na, ganz nackt will ich. Und das auch in pink? Oh ja, mei. Ja, das ist. Ja, perfekt. So, Schuhe. Brauchen wir Sportschuhe. Aber speichert das schon alles? Ja. Ja, die sind cool. Ja, mei, sind die cool. Ich will die auch in echt haben. Gibt es denn mehr Pink? Ja! Schwarz und Pink ist das geil. Ja, mei. So. Nachtwäsche. Gibt es denn ganz nackt eigentlich? So. Darf nackt. Nackt ist am besten. Aber mit meinen Plüschhäschen in Pink. Ja. Hehehe. Weiß, das ist süß. Ja, super. So, Party-Outfit. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild, weil Gary ist ein ganzer Wilder, wenn er ausgeht. Ja, das. Aber auch immer schön stylisch. Man muss auch Style haben. So. Das da? Das ist ein bisschen. Ah, kommt davon, wo ich hingehe. Wenn ich so einen Biker-Swinger-Club gehen würde, dann würde das super passen. Aber ich möchte so all-round gekleidet sein. Ja, das. Auch andere Farben. Ja, das ist. Das ist immer so schwer. Das ist ja geil. Das ist jetzt Partykleidung, wenn ihr auf Party geht. Okay. Meistens, wenn ich bei der Party bin, bin ich eh bald immer ausgezogen. Ja, so viel an habe ich da nicht meistens, gell? Das ist scheiße aus. Und, oh, Lederjackele. Ja, ist das geil. Das ist ja perfekt für den Gary. Schau dir das mal an. Als hätte ich das selber designt. Das ist mein nächstes Ziel übrigens. Gell, weil der eigene Motorrad ist. Gerne. Ja. Ja, das passt schon. Die Hosen ist cool. Ja. Ich bin halt also ein rosa und pink Mensch. Gell, ich muss auch nicht besuchen. Warte mal. Wir sind ja nicht alle so, aber die meisten. Und Converse, ja, in Schwarz. Ich bin nämlich ganz wild in die Converse, gell? Ja, super. Und Badebekleidung. Hoppala, das schaut ja sehr gut.
Ja, das passt. Na, das passt. Da kommt mein Ärschchen ganz gut zur Geltung. Warte mal. Ja, bin zufrieden. Da haben wir meinen Sim erstellt. Super. Gut. Ja. Passt. Okay, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir dann anfangen, einen Swingerclub aufzubauen. Aber wie gesagt, bevor ich mache einen Swingerclub, ich mache dann. Ah, Hundele mache ich mir auch noch, gell? Ja. Das war's. Nicht vergessen, lass es nämlich nicht runter, gell? Wenn du das gefallen hast, sonst gibt es einen Daumen in den Arsch, Schweine. Bis zum nächsten Mal. Ciao.